Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's euer Dreed und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Blast Unleashed Video eingeschaltet habt. Ich hatte einen kleinen Urlaub, deswegen war ich 2 Wochen weg, habe in der Zeit aber auch meinen neuen Streaming- und YouTube-Raum eingerichtet, beziehungsweise bin noch dran. Mir geht's richtig gut, ich war richtig hart auch zwischendurch am Grinden, war einfach nur Zocker, so wie ihr auch und das hat mir immens viel Spaß gemacht. Ich habe euch vermisst und ich hoffe, es geht euch auch gut. Wenn euch mein Content gefällt, dann drückt ihr unten den roten, fetten Abonnieren-Button und lasst doch einfach Support da. Wir haben die Teufelsküche in einer super Zeit gelaufen, 7 Minuten 36 und genau das wollte ich euch heute mal zeigen, mit welchem Line-Up und wie wir das Ganze gespielt haben. Den ersten Trash skippen wir bis zum ersten Boss, laufen wir durch und versuchen die hier in dem Raum quasi zu binden, die hier reinzubringen. Wir haben das jetzt noch ein bisschen optimiert in den letzten Runs, wir sind auf die linke Seite gelaufen, dann geht nämlich genau dieser Bogenschütze, macht diesen Move nicht, den wir hier gerade sehen, der stunt uns nicht, sondern wir können ihn sofort runter nuken. Als Line-Up spielen wir einen Wolf-Priester, einen Wolf-Hunter, das bin ich an der Stelle. FL zockt den Lion, was meiner Meinung nach absolute Pflicht ist. Und 2 Halbmond mit Marvin und Midget. Hier stellen wir uns zum Pull auf. Da pull ich mit dem Big Hit, mit dem donnernden Pfeil. Ihr seht hier, da kommen fast 2 Millionen Schaden rein. Und hätte der mich nicht interrupted, nochmal 1 Million über den Bodenpfeil. Und dann haben wir schon einen dicken Pull und er geht sofort in die erste Phase rüber. Unser Priester hier, der Money, legt eine Ball vor den Käfig, sodass auch die Heilung noch ein bisschen tickt, wir wieder voll sind, falls das Schild auslaufen sollte. Und der Wolfgang, der gute Wolle, verschwindet hier in seinem Nebel. Man hört genau, wo er wieder auftaucht, deswegen hört er wirklich gut hin. Man hört, in welche Richtung man gehen muss und dann hat man ihn auch schnell wieder draußen und hat meistens sogar noch 1 bis 2 Stacks vom Schild übrig hier, wie meine Kollegen gerade. Ich nicht, weil ich wurde gehittet. Und dann geht er auch schon sofort in die nächste Phase. Money läuft zum nächsten Käfig, legt die Ball hin und wir sammeln diese wieder ein. Ihr seht hier, das tickt jetzt bei mir natürlich extrem herunter, weil ich habe mich treffen lassen. Ist natürlich so, der Wolf Ranger ist hier extrem abhängig vom donnernden Pfeil und den muss ich halt durchbringen, ja. Und entweder ich habe das Glück, er charge jemand anders an oder halt nicht. Hier hatte ich kein Glück in dem Try, aber meine Moon-Kollegen, meine Halbmond-Kollegen, die hatten Stacks gesammelt. Denn das Wichtige ist, man muss hier auf jeden Fall eine Phase skippen. Und das schaffen wir jetzt. Ja, bei uns geht er nur 2-mal in diese Nebelphase und dann war er down. Und da habt ihr den schönen Burst gesehen, weil meine Kollegen die Stacks gesammelt haben auf Call, dass ich meinen Big Hit Mist habe, weil Wolfgang einfach ausgewichen ist. So, und da spart man hier 40 Sekunden bis über 40 bis 60 Sekunden an der Stelle. Ich wollte sagen bis über 1 Minute, aber das ist es nicht. Ich denke mal 40 bis 60 Sekunden kann man hier mit einem Skip easy sparen. Hier die überlaufen wir auch wieder. Hier skippen wir einfach den Trash, gehen runter über die Brücke und laufen vor bis zum zweiten Boss. Warum der Lion Ranger in dieser Gruppe? Der Löwensegen macht mittlerweile einen Buff, den hat er schon immer gemacht, der hat aber vor dem Patch nicht für die ganze Gruppe gezählt. Mittlerweile haben die das geupdatet und jetzt ist der Lion Ranger meiner Meinung nach Pflicht in jeder Gruppe, weil der Buff mit der Priester Zone und mit dem Crusader, mit dem Lichtritter stackt. Ja, und deswegen ist ein Lion Ranger in jeder Gruppe für Max Damage, für die festesten und schnellsten Runs einfach gesetzt an der Stelle. Ne? So, hier nuken wir einfach die Kobolde weg. Wichtig ist der Koboldmeister und der andere Kollege, hier die 2 großen, weil die können euch wirklich one-hitten. Und wenn hier jetzt einer zum Beispiel down gehen würde, das kostet einfach unnötige Zeit. So, jetzt laufe ich nach vorne. Money setzt mir die Zone. Ich gehe hin, gehe genau hier an diese Position. Wenn ich einen Schritt weiter nach vorne gehe, dann pulle ich den mit meinem Körper, einen Bodypull. Deswegen, wenn ich aber nicht weiter nach vorne gehe, dann seht ihr es, ich hänge jetzt ganz dicht am Gitter. Dann bin ich raus aus dem Raum. Deswegen genau hier vor diesem Kreis. Dann sammeln wir uns an einer Position, bevor die Cutscene losgeht. Und wenn ihr da noch gut die Pfeile von oben timet, dann werden die auch noch während der Cutscene
quasi, oder wird der Boss noch während der Cutscene gehittet. Dann bringt er sein Dynamit auf der einen Seite, wo wir uns befinden, und wir rollen zur anderen Seite. Dadurch, dass wir hier so einen hohen Damage haben, ist es so, dass der nur eine Dynamitphase macht. Normalerweise rollt man einmal hin und einmal zurück und hat dann seine Big Damage Phase, und dann geht er bei uns auch schon down. Das geht bis an die 30 Sekunden, war jetzt nicht unser schnellster Run. Hier, diese Sekunden spart man dann aber tatsächlich nur in Abhängigkeit davon, wie oft wir tatsächlich critten. So, hier den Raum skippen wir wieder, indem wir sofort das Tor aufmachen, springen runter, und dann geht unser Priester hin, gibt sich ein Schild und macht das Tor auf, so dass wir auf jeden Fall der Gefahr entgehen, dass hier einer während dieser Aktion quasi stirbt. Denn das ist so, dass man ja in der Cutscene dann quasi ist. Wir skippen diese Cutscene, und ihr seht, Manni wird geschlagen, deswegen das Schild. Und meistens macht nochmal ein, das hat ihr jetzt kurz gesehen, diesen Einschlag. Meistens macht nochmal ein Hunter einen Bodenfall, sodass die, dass der Trash in die Luft springt und Manni auf gar keinen Fall stirbt an der Stelle. Hier müsst ihr aufpassen, es gibt hier einen Mob, den nennen wir den Undercover Vog. Der Kollege hat keine HP bei oben und deswegen sieht man ihn nicht und wird da leicht umgehauen an der Stelle. So, und jetzt machen wir einfach die Chefkoch-Stellvertreter weg, und ich gehe schon mal Richtung Pull. Da ziehe ich meinen Köcher, lade den donnernden Pfeil auf, und dann geht er auch voll rein. Deswegen müssen wir auch immer in einer Linie stehen, und da seht ihr hier die Million plus die anderen Hits wieder. Und dann nuken wir den, soweit es geht, runter. Er fängt an zu springen. Dreimal macht der Kollege das Ganze. Und da müsst ihr Range nehmen. Und wir versuchen, den hier runterzubringen. Das Wichtige ist, dass ihr es schafft, bis er quasi das dritte Mal gesprungen ist, an die 55% zu kommen. Das schafft ihr aber relativ easy. Das ist auch so, dass hier unsere Moon Hunter auf jeden Fall auch Stacks sammeln für ihre Sturmsalve, und ich halte meinen Köcher ready und meinen großen Pfeil, mein Big Hit, sodass ich dann für die 55% Phase ready bin. Warum? Er fängt gleich an, seine Fleischbällchen zu machen, dann macht er eine Animation, diese kann man dann unterbrechen, so ein kleiner DPS-Check, und dann ist er gestunt. Und deswegen muss man bei 55%, hier seht ihr das Ganze, muss man kurze Damage-Pause machen. Er fängt an, der Ramsay, seine Fleischbällchen hochzuwerfen. Wir splitten hier, Manni legt die Zone, wir stehen da alle drin, und dann seht ihr, jetzt kommen die großen Hits rein. Ja, ich lade mein Arrow auf, das Mark ist gesetzt, und dann Vollgas. Ja, da seht ihr schön die Hits. Ja, 2 Millionen Damage und zack, dann ist er auch weg. In dieser Burst-Phase muss er fallen, ansonsten fängt er wieder an zu springen. Und so haben wir es dann geschafft, in 7 Minuten 36 Kitchen durchzuspielen. Eine schöne Zeit an der Stelle, hat wirklich viel Spaß gemacht, und das ist so eine kleine Herausforderung für uns jetzt, solche Zeiten zu laufen, beziehungsweise die auch noch zu unterbieten. Wir wollen das nächste Mal unter die 7 Minuten kommen in der nächsten Rotation. Ich denke, da müssen wir auch noch mal am Line-Up fallen. Ich denke, wir werden einen Moon Hunter austauschen, einen Moon Hunter für einen Mage, vielleicht auch sogar, ja, muss man schauen. Aber ein Burst Mage ist, ist absoluter Max DPS, ne? Wenn er nicht drauf geht, ist ein Mage extrem krank und extrem stark. Deswegen hier dieses Video, war ein geiler Run. Und ich muss mich wirklich auch nochmal bei euch bedanken für euren krassen Support in der letzten Zeit. Es war wirklich heftig, gerade auf Twitch. Ich habe ja trotzdem gestreamt, und über 750 Abonnenten. Der YouTube-Kanal wächst immer weiter, und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bin wieder da mit Bless, mit Diablo 2 Resurrected, und heute werde ich da reinzocken. Ich hoffe, ihr auch. Schaut auf jeden Fall auch im Stream vorbei, ist hier unten in der Infobox verlinkt, und lasst uns einfach Informationen austauschen, kommt auf unseren Discord, lasst uns zusammen vielleicht auch mal grinden, macht einfach Spaß mit der Community zu talken. Das sind alles Leute, die ich in der Community kennengelernt habe auf Twitch, mit denen ich hier spiele, und das macht mir persönlich auch am meisten Spaß, die Connection innerhalb der Community und so gute Spieler kennenzulernen. Bleibt dabei, Leute. Ich wünsche euch bei Bless guten Loot. Das ist manchmal frustrierender,
als solche Runs, ja, wirklich sehr, 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 sehr ärgerlich, wenn keine S-Teile droppen, die man gebrauchen kann. Aber was willst du machen? Ich feiere das Game trotzdem übelst, aber ich freue mich auch, jetzt mal wieder ein neues Game zu grinden und bleibe Blessed trotzdem treu, sofern es wie möglich ist, mit Diablo 2 und natürlich dann bald New World. Ich wünsche euch was, bleibt gesund. Ciao. We'll be right back.